Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ja, Microsoft plant eine Webversion für Skype. Ihr habt richtig gehört. Aktuell ist die Skype-Webversion aber nur als Beta-Phase verfügbar. Das soll sich aber in den nächsten Monaten ändern. Das ganze Layout sowie das Design wird auch im Web dargestellt. Die Chats, die Kontakte, der ganze Chatverlauf und die Einstellungen werden selbstverständlich auf die Webversion übertragen. Diejenigen, die die Website skype.com besuchen, Link nochmal in der Beschreibung, und sich dort einloggen, bei den meisten Nutzern erscheint eine Meldung, dass man die Möglichkeit hat, Skype als Webversion nutzen zu können. Nicht alle haben aber die Möglichkeit, aktuell Skype als Webversion zu nutzen. Um die Skype-Webversion nutzen zu können, muss man sich ein Plugin installieren. Das soll künftig aber nicht mehr nötig sein, nachdem die Beta-Phase beendet wird. Die Skype-Webversion wird in den nächsten Monaten für alle Nutzer, also weltweit, verfügbar sein. Skype als Webversion nutzen zu können, benötigt man entweder Internet Explorer 10, die aktuellste Version von Chrome oder Firefox, oder Safari Version 6. Also ich denke, die Webversion ist für die meisten Nutzer eine Erleichterung und hat auch einige Vorteile. Also da muss man keine Updates immer durchführen, keine Errormeldungen erscheinen und so weiter und so fort. Also Errormeldungen bei Fehlern von Skype, von der Skype-Software. Ich denke, das lohnt sich. Ich muss sagen, tolle Idee von Microsoft. Und das war's. Ja, jetzt wissen alle von euch Bescheid, dass es demnächst Skype für Web geben wird. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das toll? Findet ihr das überflüssig? Ich bin gespannt. Einfach in die Kommentare. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.